Absolutely. So, fragen wir mal. Du hast also tatsächlich die weiße Esse gefunden, ja? Er schüttelt unglaublich den Kopf. Ich konnte es zunächst kaum glauben, aber ich habe Renningate noch nie so überschwänglich gesehen. Er grinst schief. Bitte sehr, den habe ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben und die ist jetzt wohl da. Echter Fenlandschnaps. Von ihr seid der Berge. Gehört dir, meine Freundin. Dann leb wohl. Jetzt haben wir den Schnaps. Da wir selber nicht so wirklich trinken, geben wir den draußen ab. Dann reisen wir wieder zu den Langsichtfällen. Es gibt ja auch direkt in Stolwart schöne heiße Quellen übrigens. Aber die sind mitten im Dorf. Ob da einer reingeht zum Baden? So, du da. You really did it. I mean, people have always come through here, talking about opening the battery, claiming the White Forge, all that. But I didn't think anyone would ever really manage it. Du hast es wirklich geschafft. Ich meine, es kommen immer wieder Leute hier und sagen, sie würden die Batterie öffnen, die weiße Esse finden und all das. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich jemand schafft. I told Tenna I'd be willing to help out with digging out the mines again. You know, do my part. Figure we can turn this place around, now that you've laid the foundation. Ich habe Taena gesagt, ich wäre bereit, beim Ausgraben der neuen Schächte zu helfen, meinen Beitrag leisten. Ich denke, wir können das Dorf retten, nachdem du für die Grundlage gesorgt hast. Please tell me you found it. I've got a craving like you wouldn't believe. Bitte sag mir, dass du ihn gefunden hast. Mein Verlangen danach ist so groß, es ist nicht zu beschreiben. Hier, Hefrik, hat sie mir gegeben, weil ich die Batterie geöffnet Wait, habe. Wait, he did? I mean, you did? I didn't hear any. That's great! And he really gave you some? Was hat er? Ich meine, was hast du? Das wusste ich noch gar nicht. Er hat es doch gerade erwähnt. Großartig. Und er hat wirklich eine Flasche gegeben. Renfield blickt ungläubig auf die Flasche hinunter. Du hast deinen Gegenstand verloren, ja. This is just about the nicest thing anyone's ever done for me. Here, I'll split it with you. Das ist das Freundlichste, was jemals jemand für mich getan hat. Hier, ich teile mit dir. Klar, immer her damit. Yes. Then here's to the Lady of Cadnua. And to the battery. Ja, Rayfield beginnt die Flasche zu gucken. Dann auf die Fürstin von Cadnua und auf die Batterie. Woo! What a kick! That was the best vintage I've had since... Well, since my farming days. Puh, was für ein Tropfen. So etwas Gutes habe ich nicht mehr getrunken seit meiner Zeit als Bauer. Er grinst. Danke für den hey, Schnaps. I'm the one who ought to thank you. I've been working on something for a while. You ought to have it. And the coin I set aside in case you had trouble finding the liquor. Ja, ich sollte dir danken. Ich arbeite seit einer Weile an etwas. Du sollst es haben. Und das Geld, das ich beiseite gelegt habe, falls du Schwierigkeiten gehabt hättest, den Schnaps zu finden. I hope you find what you're looking for up here. Ich hoffe, du findest hier oben, wonach du gesucht hast. Okay, endlose Tropfen. Und irgendwas anderes ist noch passiert. Ah ja, wieder Geld. Mhm. Gut. Ich habe keine weiteren Kopfgeldaufträge für dich. Ist auch nicht schlimm. Können wir mal kurz bei ihr gucken, wie es ihr geht? Nachdem wir sie wieder fit gemacht haben und jetzt die Esse geöffnet ist, wird sie sich sicherlich freuen. Felt this fresh in decades. Need to ask what Hefrik's been putting in the ale. So frisch habe ich mich seit Jahrzehnten nicht gefühlt. Ich muss Hefrik fragen, was er ins Bier getan hat. Sie lacht. Okay, sie hat auch nichts Neues zu erzählen. Dann ist jetzt der Plan, dass Kada das Schwert zieht und wir diese Schwertquest machen. Die Drachen werde ich mit Eder und Sagadi zusammen töten.
So, okay, wir sind raus. Die beiden Dinger sind immer noch abgebrannt. Also ja, wir haben bis jetzt immer noch nur die drei Gebiete. Ich hoffe bald nicht, dass die Gebiete noch verschwinden. Aber ja, sobald wir mit Sahua und Manea ihre Quests abgeschlossen haben, jeweils werden wir sie auch wieder austauschen gegen Sagani und Edea. Selbst hier sind Zwergenwachturm, heiße Quelle und die Zwergenruinen. Obwohl ich die Quest vielleicht erst machen sollte, wenn ich die weiß, also wenn ich Edea und Sagani im Team habe. Weil das ja auch Erfahrungspunkte für die beiden sind. Duels hinkt noch ziemlich hinterher. Also, dann kehren wir jetzt erstmal nach Kedua zurück. Dort nehme ich mal kurz Sagani ins Team, um ihr den Bogen zu geben und die Seelen zu binden. Und zu gucken, ob ich hier noch was ausrüsten kann. Der ist ja, nee, der müsste jetzt eigentlich mittlerweile auch zurück sein. I must say, I'm impressed. Gefolgsmannstag. Ja, Paligina hat ihre Eskorte beendet. Gut. Ah, toll. Und jetzt ist das Ding wieder da oben. So, mal kurz. Very well. Ihn raus. Ihn rein. Sie rein. Okay. Level up für sie. Einmal Athletik, bitte. Oder schleichen? Nee, Athletik. Hat sie schon... Nee, gehen wir überlegen, Abwehr. Und sie ist 15, okay. Gefährte wiederbeleben. Rachsüchtige Trauer. Das könnten wir nehmen. Ich hoffe zwar eigentlich nicht, dass Itumbax so oft... I'm here. Gucken wir mal kurz, wie ist ihr Status? Besser sogar noch als Duvens. Okay.
Beispiel, sie kriegt auf jeden Fall den Bogen und der wird jetzt Seelen gebunden. Oh, das geht sogar ziemlich schnell. Handschuhe hat sie schon gute. Sie hat auch einen guten Helm. Okay, dann können wir ja eigentlich nur eine Gürtel höchstens geben. Haben wir einen Gürtel? Ja, hätten wir. Verfassung plus 3. Niederstrecken im Nahkampf. Na gut, kann sie trotzdem mal haben. So. I'm here. Es wird auch mal wieder Zeit, Zeug zu verkaufen, was eine Weile dauern kann. Die Schriftrolle da oben ist nervig. Jetzt ist sie weg, wenigstens. Ich dachte, diesen Bug hätte man ausgemerzt, aber scheint doch nicht der Fall zu sein. Und verschwinden will die Schriftrolle auch irgendwie nicht. Die Armee der Fürstin Gatmin wächst und wächst. Sie sollen diese Gefahr nicht ignorieren. Sprechen wir über meine Armee. Der Marschall nickt. Woher beziehe ich meine Truppen? Wie steht es um meine regulären Truppen? Welche besonderen Verbündeten? Ja. Ich habe einen Brief vom Schmelztiegelritter erhalten. Ob sie es glauben oder nicht, haben ihre Freunde vom Clan der Flammen, die flüstern haben, von ihren Schwierigkeiten mit Fürst Cutbin gehört. Patronin Berigard sagt etwas von einer Vision. Wie dem auch sei, ein Bote von Stormwood hat gesagt, dass Berigard einige Ogre ihres Clans schickt, um ihnen zu helfen. Welche besonderen Verbündeten stehen mir zur Verfügung? Die Schmelztiegelritter verstärken ihre Infanterie. Mehrere Feldzüge des Clans, die flüstern, werden sich ihrer Infanterie anschließen. Das ist im Augenblick alles. Nun gut. Lebe erstmal wohl. Oh, sehr viel Zeug. Umhang der Konstellation wäre was für Alof. Oh, ach ja, ich muss Sagadi doch wieder zurück switchen. Wow, viel Geld. I'll see what I can find. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein, ich wollte hier rein, ich wollte Sagadi raus. Manua rein. Den wieder nach da vorne, so. Good day to you. So. Wenn man damit jemanden verletzt oder heilen kann, habe ich es im Angebot. Möchtest du dich umsehen? Ja, möchte ich. So, jetzt wird verkauft. Das wird dauern. Also ja, das wird eine Weile dauern.
Eine außergewöhnliche Hakebuse reicht.